willkommen. Ich bin's, Fabius M. von der Grünen Horde. Heute packe ich von euch von Planetfall die Heavy Armor Box von der Trendsiferation aus. Es ist einmal ein Ares schwerer Panzer, drei Gorgon Tank Destroyer und zwei Zerze Specialist Scammers. Okay. Das sind die typischen Bubble Wraps. Und eine Box, eine Tüte mit Kleinteilen und Base. Und das quadratische Gebäude, das rechteckige Gebäude. Hier fällt auf, wir haben zwei unterschiedliche Baselängen. Die kurzen Bases sind für die Zerzes und die langen Bases für die Destroyer. Das fällt bei den Bildern gar nicht auf, die sind ziemlich lang. So. Wir haben einmal den schweren Panzer. Der hat dasselbe Chassis wie der normale schwere Panzer, nur einen anderen Waffenlauf. Viel, viel größeren. Hat so ein bisschen so eine Krokodilschnauze. Dann haben wir die bekannten Specialist Tanks mit dem Aufsatz. Zwei Stück. Und dann haben wir hier die Zerstörer. Schön modelliert. Schon recht heftig und mit diesem kleinen Stummellauf. Manche Leute kennen diesen Stummellauf schon, weil die haben den als falsch gepackt in ihrer Core-Helix drin gehabt. Wenn ich das anschaue, habe ich jetzt hier vier Läufe. Allerdings nur die zweimal die kurzen und zweimal die von den normalen mittelschweren Panzern. Gut, aber das ist kein Problem, da ich auch einen kurzen Lauf noch von meiner anderen Core-Helix-Box habe. Sonst haben wir noch die Dropset-Marker, die typischen. Und die Mikrodice. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns mal beim anderen Video wieder. Ciao!